Wie zu sehen ist das Naturschutzgebiet in diverse Areale verteilt, und zwar rund um den Flughafen. Leider mussten wir uns auf das mit Pfeil gekennzeichnete konzentrieren. Hier ist die Heimat von mehr als 350 Vogelarten, sprich die größte Ansammlung in Spanien und ebenfalls Überwinterungs- und Rastplatz für alle Zugvögel, die die Route zwischen Afrika und Europa nehmen. Uns wurde mitgeteilt, dass wir, sollten sie sich gerade hier aufhalten, sogar Wildpferde sehen könnten. Genießt die Bilder des Spaziergangs und wundert euch.
Danke für Abos, Likes und Kommentare. Wenn euch die 8 Minuten in der Natur mit Rossini gefallen haben. Dankeschön.